Wir von BehaviorSec sind hier auf der ITSA, weil wir den Kunden und Partnern zeigen wollen, wie der Mensch als Faktor, das Verhalten des Menschen als zweiter Faktor, E-Commerce-Anwendungen und Online-Shops und so weiter entsprechend absichern kann. Also wir nehmen das Tippverhalten des Users auf, wie er sein Handy hält, wie er die Maus bewegt, um daraus ein Profil zu generieren und zu sagen, wie das Verhalten passt. Also ist der User, der er vorgibt zu sein, auch der richtige User. Bedeutet, bei Passwortdiebstahl verändert sich natürlich das Tippverhalten. Das heißt, derjenige, der das Böses will, der tippt das quasi ein und somit passt das Verhalten nicht zu dem richtigen User. Und somit heben wir die Hand und sagen, hoppla, da passt was nicht. Ein Trend im Bereich der Sicherheit ist letztendlich das, dass es für den End-User transparent sein soll. Das heißt, der End-User sollte so weiterarbeiten, wie es gewöhnt ist. Aber die Unternehmen, die dahinter stehen, möchten natürlich die Sicherheit möglichst erhöhen. Und mit unserem System ist es so, dass es der Endbenutzer nicht merkt, aber letztendlich sein Verhalten, der zweite Faktor, entsprechend das Ganze verifiziert. Und das kontinuierlich. Die ITSA ist natürlich ein Treffen der Community. Für uns als Hersteller von Security Software ist es natürlich ganz, ganz wichtig, den Kontakt zu den Kunden, zu den Partnern, aber auch generell zu der Community zu halten. Für uns ist es ganz, ganz wichtig auch zu sehen, wie entwickelt sich der Markt. Und diese Trends kann man hier auf der Messe in Nürnberg ganz wunderbar spüren und dann natürlich auch in die Produktentwicklung mit aufnehmen. Checkpoint selber ist ja jetzt kein Newcomer in dem Thema, sondern uns gibt es seit mehr als 25 Jahren im IT-Sicherheitsbereich. Wir sind einer der Wegbereiter in diesem Themenfeld. Und was es für uns oder für die Kunden spannend macht, ist, dass wir einen allumfassenden Ansatz liefern können. Also eine Architektur, die die Sicherheit in der Cloud, in dem Netzwerk selber und am Endpoint absichern kann und das Ganze dann noch administriert über ein einheitliches Regelwerk. Das macht es für die Kunden so spannend und deswegen sind wir hier auf der Messe und das schon seit vielen, vielen Jahren und freuen uns auf viele spannende Gespräche hier. Also generell, wenn Sie nach einem Trend fragen, muss man ganz klar sagen, dass das Thema Digitalisierung uns alle überrollt hat in den letzten Jahren und dass das Thema IT-Sicherheit, also die Security, von der alle reden, natürlich so ein bisschen stiefmütterlich benutzt wurde, stiefmütterlich auch als Thema besetzt wurde. Und jetzt merkt man ganz klar, dass viele erst aufwachen, um bei dem Thema IT-Sicherheit mitzusprechen. Wir als Checkpoint, 26 Jahre am Markt, unser Gründer hat vor 26 Jahren die erste Firewall kommerziell entwickelt, sind von Anfang an mit dabei und merken, wie jetzt viele in diese Nischen mit aufspringen wollen. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass das Thema IT-Sicherheit jetzt einen ganz anderen Stellenwert hat als noch vielleicht vor 5, 10 oder auch erst vor 2 Jahren. Das ist ganz wichtig und es macht diese Messe für uns auch so interessant. Wir sehen die ITSA als feste Größe im Security-Markt und haben hier die Möglichkeit, mit einer großen Anzahl unserer Kunden in Kontakt zu treten. Das heißt, eines unserer Ziele ist die Gewinnung von Awareness und hier haben wir die Möglichkeit, auch mit Spezialisten im Security-Markt sehr komprimiert in Verbindung zu treten und unsere Produkte darzustellen. Für unseren Zielmarkt der kritischen Infrastrukturen ist eines der wichtigsten Themen die Absicherung von Informationswerten, das heißt von sensiblen Unternehmensinformationen. Wir haben die modernste oder die neueste Generation des DLP und das ist das, was wir unseren Kunden zeigen können. Insbesondere auch im Hinblick auf GDPR, sprich der Datenschutzgrundverordnung. Die Herausforderung GDPR hat viele Unternehmen vor die Aufgabe gestellt, Informationen abzusichern, für ein neues Sicherheitslevel zu sorgen. Unsere Lösung beginnt bei E-Mail, Web, Exchange Gateway bis hin zu DLP, stellen sicher, dass Unternehmen hier ganzheitlich abgesichert sind. Wir können auf der ITSA 2018 feststellen, dass Kunden speziell im Produktionsumfeld, also in der operationellen Technologie, aber auch in der kritischen Infrastruktur nach Lösungen suchen, selbige zu schützen. Es gibt dafür gesetzliche Vorgaben, aber auch die Angst vor Angriffen auf wertvolle Produktionsanlagen und vor allem die Güter, die damit hergestellt werden, treiben Kunden in diese Richtung. Cyberbit liefert eine Lösung für den Schutz dieser Systeme. Und wir beraten Kunden hier auf der Messe intensiv gemeinsam mit unseren Partnern. Die ITSA 2018 ist wie ein Geburtstagsfest für uns. Wir haben letztes Jahr hier die neue Marke mit dem neuen Produktnamen vorgestellt. Wir sind jetzt ein Jahr später wieder hier, werden heute hier groß Geburtstag feiern und wir haben uns seit letztem Jahr hin
zum Marktführer in Deutschland für sicheren Dateiaustausch entwickelt. Damit decken wir einen der großen Trends auf der ITSA: A, deutsche Hersteller, B, die Notwendigkeit, Daten sicher in die Cloud zu bringen, ohne eigenes Sicherheitswissen zu haben. Wir haben festgestellt, dass die meisten Unternehmen die letzten Jahre zwar das Thema IT-Security wirklich ernst genommen haben, ihnen fehlt aber das Wissen, als auch die Manpower, das selber umzusetzen. Und wir bieten einen sehr einfachen Weg, wie man Daten sicher in die Cloud legen kann und dabei auch noch GDPR-konform ist, ohne dieses Know-how selber mitzubringen. Und dadurch unterstützen wir sowohl den Mittelstand als auch die Großunternehmen, wobei unser Fokus aber ganz klar auch auf den stark regulierten Branchen Finance, Telco, Legal und Health liegt. Ja, guten Tag, auf der ITSA 2018. Das Thema Sichtbarkeit, Visibilität ist eines der großen Themen. Wir machen die Sichtbarkeit von allen Endgeräten, das ist unser Schwerpunkt, über die Bereiche klassische Campus-Netzwerk, Public und Private Cloud und im Bereich der OT. Die Geräte wachsen zusammen und deswegen die Bereiche ist es so wichtig, eine Plattform zu haben, die den Überblick und die Sichtbarkeit liefert über alle Bereiche. Wir von Forescout, unsere Lösung, die Counteract, bietet Ihnen genau das. Und zwar mit einem Agent, aber die große Kunst ist das Ganze, wir können es ohne Agenten losmachen. Wir machen das kontinuierlich und nicht sequenziell, was immer wichtiger ist, da die Welt sehr dynamisch ist. Und die zugrunde liegende Infrastruktur sind wir unabhängig bei heterogenen Infrastrukturen. Und mit dieser Lösung, in dieser Einzigartigkeit, in dieser Granularität, Ihnen diese Daten zur Verfügung stellen, das zeichnet uns aus. Ein großer Trend, den wir sehen, ist das Thema Orchestration. Das Verbinden von Lösungen, die Intelligenz zu teilen, über die eigentliche Lösung hinweg, um Security-Prozesse zu automatisieren, schneller zu reagieren und das manuelle Eingreifen zu reduzieren, um somit die Gesamtsecurity, den Ansatz, den Level nach oben zu bringen.